Yo Leute, was geht ab? Und willkommen auf unserem YouTube-Channel JT Family. Leute, heute mit einer Video-Idee, die ich mir selbst ausgedacht habe. Ich war die ganze Zeit so am Krübeln. Da habe ich diese gemacht. Und dann? Dann, bam, Licht ist angegangen. Aber. Bei Honas reinkommen, die hat Licht angegangen. Ich weiß gar nicht, wie der Titel heißt. Sonst würde ich sagen, heute kommen wir mit der Challenge. Ja, 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 ich weiß auch nicht, wie wir das nennen. Da haben wir uns noch gar keinen Gedanken drüber gemacht. Ja. Übrigens, das Mikro ist hier. Rona will nämlich höchste Qualität liefern. Deswegen Licht, Kamera, Stativ, uns Models hier vorne. Mikro, alles da, was die Leute so brauchen. Was euer Herz begehrt. Ja, ey, das ist echt süß von dir. Weil bei mir, ich hätte mit Handy aufgenommen. Hey, Leute, was geht? Wir haben euch auf Instagram gesagt. Also hier einmal die Instas. Blendest du bitte ein, Rona? Ich blende nur meins ein. Jetzt, Tutis. Folgt mir auf Instagram, ja? Leute, folgt uns auf Instagram, da könnt ihr immer an solchen Sachen teilnehmen, ja? Dann seid ihr noch mehr Teil von JT Family. Weil YouTube ist so 85% mit Insta so. Was fehlt noch bis 100? Mach mal Licht an. Also Leute, wir haben euch gesagt, dass ihr uns auf Instagram so richtig dumme, doofe, unnötige, bescheuerte, kranke Sachen schreiben sollte. Zum Beispiel, ja, ich habe Angst, allein duschen zu gehen, ich würde gerne mal Lehrer schlagen und so. Und wir reagieren quasi darauf, aber wir switchen das Game, ja? Weil Tutti reagiert dann so, wie ich reagieren würde, genau. Und ich reagiere so, wie Tutti reagieren würde. Dann ist es halt so, mal schauen, ob du mich kennst oder nicht. Das heißt, wenn wir jetzt verkacken, dann kennen wir uns gerne. Kennen wir uns gerne. Wer bist du? Theota, mein Name, deiner. Oh, meine Hand hat geknackt. Oh. Es war halt schwierig, in den Insta-Stories das zu erklären. Honna hatte totale Schwierigkeiten. Die hat sich ein Ding, die hat Analyse vorgeschrieben, hat vorgelesen und Insta-Stories. Ja, trotzdem verkackt. Haben wir hier Deutschunterricht. Aber an euren Antworten, ich hatte so einen Nachklick, ne, habe ich gesehen, dass ihr es verstanden habt. Ja. So. Ihr habt es schon verstanden. Ich konnte es zwar nicht erklären, aber ihr habt es trotzdem verstanden. Das ist schon mal gut. Ich habe Angst, dass ich von Nutella zunehme. So, das ist einfach so richtig unnötig. Wie würde ich reagieren? Nee, mach du erst. Okay, Honna würde sagen, mach einfach. Denk nicht drüber nach. Leb dein Leben. Honna würde sagen, ob dick, dünn, klein, groß, Mensch ist Mensch und sowas. Lieb dich so, wie du bist. Im Endeffekt müssen die Augenbrauen sitzen. Das ist das einzig Wichtige. Also achte nicht auf Nutella. Achte nicht auf die Kalorien. Achte auf einen guten Augenbrauenstift. Achte drauf, dass du einfach deine Augenbrauen gut machst, ja? Sonst kannst du gleich von der Welt. Geh auf den Mars. Und sei dort fett, okay? Was soll Honna sagen? Was soll ich sagen? Eigentlich will ich sagen, was bockt mich, was du tust? Ist mir doch egal, ich regeln. Tutti würde sagen, Leute, man sollte sich Nutella gönnen. Ich gönne mir ja selbst Nutella. Was redest du? Aber in Maßen immer. In Maßen. Ihr müsst sagen, ihr müsst einschätzen können. Wie viel soll ich nehmen? Wie viel? Obwohl bei Nutella, du machst, du nimmst Dings als Dip, benutzt du Nutella. Du machst dein Brot so rein. Das Beste sogar daran ist, ich würde sagen, mach davor noch Margarine drauf. Oh, Leute, Team Butter mit Margarine oder ohne? Ich bin so ohne. Ich liebe es, auf so dunkles Brot Margarine drauf zu machen, gell? Und dann Nutella, aber fett. Dann ist es so richtig fettig. Ja. Ja, Tutti benutzt sogar gesalzene Butter. Oh mein Zu Gott. Fresh? Dann noch Essiggurke, ein bisschen Mayonnaise drüber. Eine schreibt, ich habe Angst vor Spinnen. Wie Tutti. Dann so lachst du mal dir sowas, gell? Jetzt bist du als erstes. Also Tutti würde sagen, oh, das ist voll normal. Oh, das aber du machst es immer. Immer mit Staubsauger, mit dem langen. Nicht mit diese Kurzstaubsaugern, sondern mit dieses Ding aufsetzen, ist lang. Immer auf Distanz. Einsaugen. Aber ich will sie nie töten. Ich sag immer, Mom, entferne die Spinne. Und aber dann nicht nimmt die töten. Die so. Und ich so, aber töte sie nicht. Einmal wollte ich eine Spinne, also ich wollte da staubsaugen. Und eine Spinne war da in der Ecke und ich wollte sie nicht töten. Aber der Staubsauger war zu nah. Ich habe gesehen, wie ihre Beine abgerissen sind und dann da reingegangen sind, dann in den Körper. Ich bin so traumatisiert davon, gell? Da mischen die, ins Bad gegangen. Ich habe einfach ihren kompletten Körper auseinandergenommen. Und das war in unserem Staubsauger. Ja, ich habe den Beutel dann gewechselt. Ich habe den Beutel dann ins Feuer geschmissen. Damit es auch wirklich tot ist. Das Lager, euer Lieb. Honna würde sagen, du bist viel größer als die Spinne. Hab keine Angst vor der Spinne. Besieg deine Ängste. Geh hin, nimm sie in die Hand und zeig der Spinne, dass ihr eins werden könnt. Spinnen sind nichts Schlimmes. Wisst ihr, was schlimm ist? Nichts auf dieser Welt. Ich habe nur Angst vor Gott. Anne schreibt, ich kann nicht einschlafen, wenn die Schranktür offen ist. Ja, ich bin auch so. Honna würde, wisst ihr, wie Honna ist? Honna würde sagen,
Verstehe ich total, Sis. Ich bin genauso. Wenn die Tür offen, ich mache diese Highschool-mäßig. Sarah, I understand it. Wenn die Tür offen ist, ne, dann. Honda liegt auf der Seite, ich liege auf der Seite und unser Schrank ist dort. Honda sagt, steh mal kurz auf. Und schreibt jetzt. Immer mit Fuß irgendwie so zuschieben. Weil sie hat nämlich Angst in der Nacht, wenn sie ihre Augen öffnet und kurz aufsteht, dass da jemand ist, der sie umbringen möchte. Nein, ich habe nicht Angst davor. Meine Mutter hat gesagt, es ist schlecht zu schlafen, wenn der Schrank offen ist. Und kennst du das so? Kennst du diese albanischen Sprüche? Du weißt ja aber nicht warum. Was? Ich sag, hä, Mama, warum? Die sagt, es ist so. Die sagen so. Es ist so. Ja. Du hörst so, sonst kommen schlechte Sachen rein, raus. Es ist so. Und jetzt, wenn ich schlafe, wird Schrank auf. Ich so, muss schon mal zumachen. Was? Ja. Ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen, warum die zu sein soll, aber ich mach's immer. Weil ich habe Angst, dass Schlechtes dann reinkommt. Ich mach's eigentlich nur zu, weil ich nicht will, dass Staub reinkommt. Also ich mein, mir ist egal, wenn da oh mein Ding Gott, ist. Am Ende ist es deswegen. Morgen hat nur, oh mein Gott. Wow. Wow. Wie würde ich reagieren? Was war nochmal das? Ich hab gerade mal raus hier, aber unsere Mutter ist gerade reinkommen. Bis wann ist Ding? Ich so, Mom. Ich bin gerade in der. Warum tut die jetzt so eine Phase? Mama, hier ein Interview. Die jetzt so. Die redet die ganze Zeit so. Achso, ja, wegen Schranktür. Die kann schlafen, wenn die Schranktür zu ist. Genau. Was du sagen würdest. Ach, das ist voll normal. Du reagierst immer so. Ich mag generell, wenn es offen ist. Fenster muss nachts offen sein, Tür muss offen sein und am besten alle Schranktüren. Ja, ich öffne das alles in der Nacht. Also schön frieren, geil. So ja, ich liebe es so richtig, wenn alles richtig kalt ist, so richtig frische Luft und dann liegst du so im Bett und dann wirst du so warm unter der Decke. Als, Beste. Als Eissauna. Nein. Schwitzmaul. Ich mag das. Steht am nächsten Morgen auf. Ich mag das auch so. Aber das Ding ist, ich stehe dann morgens auf und dann sagt, kannst du Fenster zumachen, jetzt Heizung anschalten? Und ich so, klar. Weil wenn ich aufstehe, friere ich durch die ganze Wohnung und so, aber bei dir weiter schön cool. Das ist so eine 50-50-Sache. Ich würde der zukünftigen Frau von AZ ihren Mann ausspannen. Verstehst du? Wie würde Horna reagieren? Horna würde reagieren. Okay. Guck mal, das ist voll die Kachi, wenn du das machst. Aber weil AZ mich nicht juckt, mach dein Ding, leb dein Leben, lass dir von niemandem etwas sagen. Und dann würde Horna sagen, halt dich einfach nur fern von Mero. Nein. Wenn du Mero anfäst, übertreibst dein Genick ist so. Also lapprig, also tot quasi. Hör mal zu. Wie würde Tutti reagieren? Was würde Tutti jetzt Boah, sagen? Tutti würde sie umbringen. Du würdest dieses Mädchen so umbringen. Aber so ladylike. So. Ich beauftrage jemanden. Du würdest es ladylike machen, aber du willst sie umbringen. Deswegen, ich mach meine Hände nicht schmutzig. Das ist so eine Angelegenheit. Tutti so, oh Mann, mein Nagel. Du stirbst jetzt zweimal. Okay, das ist jetzt was Trauriges. Ich hoffe, du meinst es nicht ernst. Aber eine schreibt, ich habe Angst, wenn man mich liebt. Denn immer wenn man mich liebt, werde ich enttäuscht. Oh Mann, ich glaube, du meinst jetzt ernst, dann kein Spaß. Okay, das ist jetzt ernst, Horna? Was du sagen würdest? Also Horna würde sagen, guck mal, du bist Priorität, also jetzt ernst, ne? Du bist Priorität 1, okay? Du bist für dich selbst das Wichtigste. Du musst in den Spiegel gucken und sagen, ich bin perfekt, so wie ich bin. Natürlich sind wir nicht alle perfekt, aber dieses Unperfekte ist ja perfekt, versteht ihr? Und deswegen musst du in den Spiegel gucken können und sagen, ich brauche niemanden an meiner Seite. Ich bin vollkommen, verstehst du? Du bist eins mit dir. Du brauchst niemanden. Wer dazukommen möchte, gut. Wer nicht, auch gut. Du bist trotzdem glücklich. Dein Glück hängt von niemandem ab. Wenn jemand kommt und quasi dir Liebe schenkt... Ich lerne mich gerade selber kennen kurz. Wenn jemand kommt und dir Liebe schenkt und sowas... ich sag's mal so, geh nicht mit zu viel Hoffnungen rein und sowas, gell? Sei immer noch du selbst, bau dein eigenes Empire auf und sowas. Er ist quasi so deine Unterstützung und alles und so, aber wenn er geht, dann darfst du nicht daran kaputt gehen, okay? Trauer, Liebeskummer ist alles okay, aber du darfst nicht daran kaputt gehen, also du darfst von niemandem abhängig sein, weil du bist eine sehr selbstbewusste und starke Frau und du schaffst im Leben alles alleine, denn deine Mutter hat dich dazu erzogen, ja, und nicht zu jemandem, die nach dem Mann der Träume sucht und dann ihm hinterher rennt. Na, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich sag immer meinen Mädels auch, wenn die Liebeskummer haben, bla bla, ich sag immer so, Leute, wenn jemand sich, egal jetzt, ob es jetzt um Liebe geht oder nicht, auch wenn es nur Freunde sind, wenn sich jemand dazu entscheidet, aus deinem Leben zu gehen, dann hat er es nie verdient, in dein Leben zu sein. Wisst ihr, Schmeiß? Ich renne doch keiner Person hinterher, die sich entscheidet, aus meinem Leben zu gehen, dann geh. Weil mein Leben baue ich so auf, wie ich will. Ich bin zufrieden, ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe alles, was ich momentan will. Und sei immer glücklich mit dem, was du hast.
und verfolge deine Ziele. Und wenn Leute zu meinen, zu kommen und gehen und kommen und gehen, ich gebe mir diese Kopfschmerzen nicht. Wenn du gehst, dann geh, aber hoff nicht, dass ich dich zurücknehme. Weil ich bin so, sobald du dich dazu entscheidest zu gehen, brauchst du auch nicht mehr zurückkommen. Einmal gegangen, dann ist die Tür zu. Und deswegen sage ich auch immer, es ist viel, viel, viel besser und von Vorteil, wenn man nicht jung in eine Beziehung startet. Weil Kind sein, ja, und ich sage auch so jugendlich sein, das kannst du wirklich nur für eine bestimmte Zeit in deinem Leben. Wenn du erwachsen bist, dann bist du erwachsen. Dann bist du für immer erwachsen. Du bist dann, nur älter. Dann kommt Verantwortung, Verpflichtungen, ja. Du musst Sachen machen und sowas. Dann kannst du nicht so Kind sein und sowas. Klar, jeder hat noch das Kind in sich und so. Aber erwachsen wirst du bis zum Tod sein und so. Versteht ihr? Und diese Kindeszeit, die sollte man wirklich genießen. Und ich weiß, es werden viele kommen und sagen, Alter hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe hat nichts mit Alter zu tun. Das stimmt auch. Ich kenne auch Leute, die sind jung in eine Beziehung gegangen mit 13, 14 und sind heute mit 20 oder so noch mit denen zusammen und ich bewundere das. Aber ich habe irgendwie auch bei mir selbst die Erfahrung gemacht, ne, dass ich früher zum Beispiel darauf geachtet habe, der Junge soll gut aussehen, hübsch, bla bla. Und jetzt achtet man natürlich auf ganz andere Sachen. Nur wenn ich Charakter. Jetzt in eine Beziehung eingehen würde, dann achte ich auf so, also wirklich Aussehen ist ganz egal. Es geht nur darum, was für ein Verhalten er hat. Ist er respektvoll? Wie benimmt er sich? Und Benz. So? Fährt er ein Benz? Das sind so wichtige Sachen. Okay? Ist der Benz neu? Ist der Baujahr 2018? Und das ist halt meine Meinung. So wurde ich halt erzogen. Meine Mutter hat immer gesagt, geh nicht... Also ihr müsst euch denken, später jeder Mann, also Frauen auch, chillt mal Männer, aber jeder Mann wird gleich aussehen. Halbglatze, dicker Bauch, alt, Falten und so. Die meisten. Ja, und was bringt euch dann dieses schöne Aussehen oder dieses teure Auto? Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst daran denken, wenn er Charakter hat, dann wird er diesen Charakter für immer behalten. Auch wenn er dann Bierbauch hat und Halbglatze. Wenn ihr zusammen Spaß habt und es einfach harmoniert zwischen euch beiden, dann wird es auch tun, wenn es, dann wird es auch so weitergehen mit dieser Harmonie, wenn ihr 40, 50, 60, 70 und wie alt ihr auch werdet. Wisst ihr, was ich meine? Aussehen spielt auch eine Rolle. Brauchen wir gar nicht so tun. Natürlich. Ja, aber Aussehen zieht ihr an. Orientiert euch nicht. Nee, mit Aussehen, so, da achtet man aufeinander. Aber mit diesem Kennenlernen, in den Charakter verliebt man sich, weißt du? Mm-hmm. Dieses Aussehen ist nur dieses, dass du überhaupt diese Aufmerksamkeit bekommst von ihm oder von ihr. Weißt du, was ich meine? Im Endeffekt glaube ich, dass du noch jung bist, gell? Ich will jetzt gar nicht schätzen, wie alt du bist. Gut, können wir kurz machen, ne Spaß. Aber wenn du zum Beispiel jetzt noch so 14, 15, 16 bist oder sowas, mach dich nicht kaputt an solchen Sachen. Wirklich, mach dich nicht kaputt. Es wird schon irgendjemand kommen. Im Endeffekt, Gott hat einen Plan für euch. Ja. So denke ich auch immer, Gott hat einen Plan für mich. Chillt einfach. Ich weiß zwar nicht, welchen Mercedes er in meinem Plan reinsteckt, aber hoffentlich AMG GTS. Schwarz, rotes Leder, ja. Also Leute, sorry, wir können halt nie ernst bleiben. Vielleicht, was wir gern machen würden, wäre, dass ihr uns eure Probleme schreibt oder einmal sowas oder einmal eure Beichten ja. Und dann, dass wir darauf reagieren, aber dann talken wir mit euch. Ich will nicht, dass ihr dann so sagt, ja, bleibt doch mal ernst und so, weil ich bin so ein Typ, ich bin eher so Leute, sehr ironisch. Unser ganzer Kanal baut sich auf Ironie auf, sag genau. Ich ehrlich. Und ihr dürft deswegen, nicht ernst nehmen. Genau, ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht böse. Ach, hast du jetzt bestimmt verstanden. Okay, eine schreibt, ich habe Angst vor öffentlichen Toiletten, weil ich denke, das saugt mich jetzt ein. Geh in die Hocke. Ganz langsam, berühr die Schüssel nicht. Geh in die Hocke. Und Ding. Oder Sicherheitsabstand, ja. So, die wird sagen, achte nur drauf, dass keine Spinnen da sind, weil dann ist alles gut. Öffentliche Toilette, ich find's auch, wenn wir nach Kosovo fahren. Oh mein Gott, ich muss euch was erzählen. Ich kann nicht außerhalb von, ich bin so ein Homescheißer, gell. Ich kann außerhalb von zu Hause nicht auf Toilette gehen. Ich kann bei meinem Onkel und ein paar Mal bei meinen Freundinnen oder so, aber außerhalb, so richtig draußen, ich schwör's euch, ich war noch nie draußen auf einer Toilette. Wenn ihr mich in einer Toilette laufen seht, dann wisst ihr, ist es nur Lippenstift neu machen oder abpudern oder kurz Haare richten oder irgendwas abchecken. Aber ich war noch nie irgendwo in einem Restaurant oder irgendwo, wo wir draußen waren oder was weiß ich. Ich war noch nie auf der Toilette. Nicht mal in der Schule. Ich war noch nie in der Schule auf Toilette. Noch nie. Ich habe 10 Stunden Unterricht. Ich war noch nie auf der Toilette. Ich kann das nicht. Also als ich in der Oberstufe so 10 Stunden hatte oder sowas, da bin ich... Ich habe so viel Wasser in der Schule getrunken, weil ohne Wasser ging gar nichts. Ich bin so oft auf die Toilette gegangen. Horner kommt nach Hause und ich... pack halt gern die Brotbox und das Wasser raus und mach dann wieder frisch rein. Ich so, Honna, hast du nichts getrunken? Honna so, nein. Ich so, hey, gehst du nicht auf Toilette in der Schule? Honna so, nee. 10 Stunden. Sie geht nicht auf die Toilette. Ich trinke nicht einen Schluck Wasser. 10 Stunden. Und trotzdem ist ihre Haut so geil. Leute, wir haben eben gesehen, dass das Video schon sehr, sehr lange geht. Und deswegen werde ich die ganzen Sachen screenshotten, weil ich glaube, ich hatte so 10, 15 Sachen. Ich dachte halt immer, wir machen es schnell. Mm. So 20 Sekunden Timer ja, an ja. Und sowas. Und weil das jetzt so lange gedauert hat, auch bei der Fragen beantworten, auch beim Beantworten der Fragen,
screenshotte ich mir jetzt die ganzen Sachen und da machen wir einen Teil 2. Okay, weil wir wollen euch jetzt gar nicht auf die lange Spanne. Folterspannen. Ach Gott, Alter, wir wollen einfach nicht so lange Videos machen, ja. Die sollen ja auch eine angenehme Länge haben, okay? Wir drehen gleich noch ein Video. Und wenn unser Deutsch jetzt schon so schlecht ist, dann gleich. Mach ein Ei. Mach zwei Eier. Yo, Leute, das war's mit dem Video. Gebt dem Video, wie immer, einen Daumen nach oben. Hinterlasst in den Kommentaren irgendetwas. Abonniert unbedingt diesen Kanal, um Teil der JT Family zu werden. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss.